Ist doch schön, oder, wenn der länger bleibt. Sei doch froh, wenn dir es gefällt hier. Ja, auf jeden Fall. Am Onkel gefällt es auch. Ja. Ne? Werner, was hast du der Welt mitzuteilen? Der Welt. Der Welt. Ja, der Welt. Der Welt mit rein. Es kann ja sein, dass das Video jetzt auch von Japanern und Chinesen und Afrikanern und Ägyptern dokumentiert. Also ich will der Welt mitteilen, dass es in Ägypten sehr schön ist, dass ich in dem Club bin, Rettet die Ägypter, wo ich ganz toll finde und wo man viel über Ägypten redet. Und mir will ja nicht, das ist Rettet die Ägypter, ist das Vorwort zum, dass man die Ägypter das Land rettet. Nicht, dass man die Ägypter zu was verleiten will, sondern dass man das Land insgesamt rettet. Weil es ein schönes, wunderschönes Urlaubsparadies ist, wo das ganz toll ist und wo man viel erleben kann, wo noch billig ist. Und auch meine Frau hat sich da amüsiert jetzt. Ja, die wollte erst gar nicht gehen, gerade mit dem Flieger hat sie auch immer ein Problem. Aber sie ist geflogen und natürlich nicht so geflogen auf der Straße, sondern mit dem Flugzeug, ne? Ist sie geflogen. Und sie hat es wirklich gut überstanden. Sie hat sich so gefreut, dass sie in Ägypten ist und sie will wieder runter. Natürlich, wie gesagt, bei dem Verein Rettet die Ägypter bin ich nur, weil sie ist in einer anderen Freikirche. Sie macht was anderes und ja, das ist ein bisschen gegenseitig, aber egal, ich mache das weiter und ich werde schauen, dass ich das irgendwie noch höher bringe. Noch mehr Mitglieder, deswegen rufe ich euch alle auf, die wo Mitglieder werden wollt, meldet euch beim Olli oder meldet euch beim Chris. Und die leiten es dann weiter an mich. Also alle mitmachen, kommt, werdet Mitglied und in dem Rettet die Ägypter und das ist also eine ganz tolle Sache.